Oh, der hat noch 50%, der hielt noch. So. Ach Mist, ich will ja auch hier durchmachen. Wenn wir sowas haben, dann wollen wir das natürlich nutzen, oder? So. Klettband habe ich jetzt auch noch durchgezogen. So, haben wir einmal. Dann den vom Stream Deck. Haben wir Nummer 2. So. Dann, was wollten wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ach Gott. Jetzt sind wir oben hier. Was war denn noch? Da war da noch irgendwas, was ich anschließen wollte. Ach, den Verteiler. Habe ich den jetzt hier liegen? Nein, den habe ich natürlich in die Kiste gepackt, oder? Scheiße, echt jetzt? In der Kiste, wo ich alles reingeräumt habe vom PC-Tisch. Ach, fuck. Gleich mal die Kiste wegräumen. Wo habe ich das USB-Teil? Habe ich doch hier irgendwo reingelegt. Den machen wir aber nicht hier hinten durch. Oder?
geht nicht so. Da müsste dann minimal länger sein, der Kabel. Aber das macht nichts. Ich mache den hier oben drüber. Geh doch. So, jetzt haben wir drei. Und der vierte wäre dann noch frei für was auch immer. So, jetzt den Klettverschluss da rum. Hier noch rum. Ach. Super, ey. Das macht sich richtig geil. So. Das ist geil. Das ist geil. Oh Gott. Der Goldene hat glaube ich auch so einen Hub, aber den hat nie benutzt. Weil früher bin ich mal mit dem mein USB ausgekommen und dann halt irgendwann doch nicht mehr. So. Jetzt müssen wir mal gucken, hier die Kabel. Die können wir nämlich jetzt hier hinten verstecken. Ohne. Was ist denn das hier? Okay. Das ist jetzt windig. Kann man nämlich hier alles schön verstecken jetzt. Was ist denn? Ach! Du ahnst es nicht. Den habe ich ja voll vergessen. Was haben wir denn dann hier? Das ist nur so ein Stück. Gut, der war nur so ein Stück hier. Naja, gut. Wieso ist denn jetzt an? Wieso ist denn... Ach, die kriegen jetzt Dauerstrom. Ja. Die kriegen jetzt, dadurch, dass der Monitor jetzt Strom hat, Dauerstrom. Jetzt muss ich gucken, ob ich das in den Einstellungen vielleicht ausschalten kann. So. Jetzt erstmal gucken, dass ich den Stromkabel noch anschließe und dann bin ich hier auch gleich fertig. Die Steckdose hier. So. Na? Oh. So. Das ist nämlich für mein Dummy. Also wenn ich die Kamera halt hier oben benutze, also hier oben anschließe. Also die, mit der ich jetzt gerade filme. So. Euch mal mit. Gott, ich schwitze wie ein Schwein, ey. So,
Jetzt muss ich erst mal gucken. Also so sitze ich immer. Ich könnte noch ein paar Zentimeter rüber. Aber so. So, jetzt ist er mittig. Auf jeden Fall muss ich mir die Kamera höher hinstellen. So gefällt mir das. Schön hoch. Oh. Das ist geil. So, jetzt müssen wir gucken, wie weit kriegen wir hinten hin. So, weiter hinten nach hinten kriege ich nicht. Weil da ist das von der Kamera. Passt hier auch gut hin eigentlich, der USB-Hub. Da unten drin, weil er so dreieckig und weiß ist. So. Nochmal die ganzen Monitore ausrichten. Ist denn das jetzt hier so knapp? Das hat doch vorher gepasst. Ja, irgendwann muss ich das mal alles abmachen, nochmal neu. So. Also der ist halt schon spürbar. Spürbar breiter als der andere. Ich muss die Kamera verschieben. Das kriege ich ja hier hin, das ist ja gelöst. Dann mache ich das hier ein paar Zentimeter höher. Das ist kein Problem, das kriege ich hin. Jetzt muss ich halt nur unten irgendwie das halt noch weiter verschieben. Ich habe das damals so fest gemacht. Nee, das ist fest. So ist lose. So, so, das passt ja dann wegen. So. Oh. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe hier noch meine Gummimatte drauf. Ich
Ich könnte höchstens machen, dass ich die dann unter die Kamerahalterung mache, aber bis jetzt geht es. Aber dann könnte ich da noch ein paar Zentimeter rauskriegen. So, muss ich erstmal anpassen. Oh, der geht weit nach hinten. Wenn ich das vernünftig mache, so. So. So, jetzt ausrichten, dass alles gerade ist. Ja, da müsst ihr vielleicht beim nächsten Modell gemacht werden, damit der unten schön massiv ist, so wie jetzt auch. Weil der Arm ist ja schon massiv. Aber dass der nicht so weit ausladend ist. Vielleicht eher wie bei den goldenen, so ein kleines viereckiges Ding unten. Aber dann halt ein bisschen massiver vielleicht. Aber bestimmt, weil der auch nach neigbar ist, weil der ist ja nicht so richtig. Naja, egal. So. Jetzt haben wir das. Richtige Position gefunden. Boah, da fällt es mal richtig auf, wie viel kleiner der goldene ist. Also nicht kleiner, aber tiefer. Weil den habe ich die ganze Zeit gezockt, aber jetzt hier kann ich ja was höher machen und es ist wirklich entspannter. Also ich könnte, warte mal. Ja. Ich glaube, ich mache den goldenen doch an den Arm ran. Oh Gott, na komm, was ist denn hier? Kann ich nicht mal richtig zusammenschieben, weil der scheiß Raum schräg ist. Nee, das ist doof. Mach mal so.
Also geht schon. Den kann ich so ja noch was vorholen. So. Ja, so ist schön. Kaum eine Lücke. Ich muss mir dann was einfallen lassen. Ich glaube, ich mache den goldenen doch an der Wandhalterung. Ich glaube, die mache ich an der Wandhalterung, dann habe ich viel mehr Platz. Dann kann ich den besser variieren. Ich mache den an der Wandhalterung. Achtisch. Ah, Schrauben sind ja schon da. Gut. Dann machen wir das nämlich doppelt. Ja. Möbel doch noch mal weg da wegräumen, wenn nicht, dass dem was passiert. Sagt der Akku. Oh. Da war der Akku nur noch bei 1%. Jetzt sieht's weiter. Den haben wir schon mal dran. Ach,
Jetzt hält schon. Hoppala. Der Magnet von dem Schraubenzieher ist aber auch nicht mehr magnetisch. Na, vielleicht hole ich mir den doch noch mal von Arctic eine Zweifachhalterung. Ich habe ja nur eine Einfach. Es gibt ja auch Zweifach. Oder habe ich noch einen Arm? Nee, ich hatte nur eine Einfache. Muss ich mal gucken. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt so ewig her, dass ich den montiert habe, ey. Ach, hier oben waren Schrauben. Ich habe doch gerade einen Schraubenzieher gehabt. Ja. Nee, das ist das Falsche. Reingeklickt, glaube ich, irgendwie. Wie war denn das, dass der rauskam? Ach. Wie war denn das? Wie war denn das? Ach hier, die schrauben wir uns, glaube ich. Zum Drücken. Da. Doch sind die Schrauben. Ja. Konnte man das aber nicht irgendwie. Ich glaube, das könnte man mal reinschieben irgendwie. Naja. Ich habe es jetzt abgemacht. Muss ja beim nächsten Mal, wenn ich es wieder will, halt hier die Schrauben ranmachen. Na,
das Trainfest? Nee, ich glaube, ich bin der Meinung, das war irgendwie mit reinklicken. So, und auch nochmal sicher zu gehen. Weil wäre blöd, wenn die Schrauben abhanden kommen. Klebe ich hier noch über die Löcher ein bisschen Klebeband. Weil ich packe das ja in den Schrank. Aber das Plastik kann sich ja jederzeit lösen, was hier oben drauf ist. Jetzt habe ich halt den Plastikkleber drüber geklebt, dass die Schrauben nicht abhanden kommen. So, dann können wir das wieder ranmachen. Nichts abhanden kommt. Alles schön zusammenlassen. Will nur gerade hier nicht die Schraube, so wie ich wohl will. So, jetzt haben wir es. Oh, ich brauche zu trinken. Wieder justieren. Die Höhe finde ich so ganz geil. So. Könnte man so ja noch ein Stück rüber. So. So sitze ich immer. Ich hätte ihn da. Hey, wo ich hätte ihn, wo ich hätte ihn, wo ich hätte ihn da. So. Da ist diese scheiß Steckdose davor. Ich muss auch mal alles Strom brauchen, ey. Zum Kotzen. So. Ah, Lautsprecher. Hier hin. Ah.
Gott. Perfekt. Perfekt. Dann können wir die auch noch ein bisschen mehr anpassen. So ein bisschen dahinter machen. So. Und den dann hier hin. Oh, da muss ich doch noch gucken. Das muss ich dann doch noch ein bisschen verschieben hier. Ich kann nur ein bisschen, weil sonst passt es nicht mit der Kamera. Auf jeden Fall können wir das mal weiter nach hinten machen irgendwie. So. Ach, schon wieder diese scheiß Steckdose, die nervt. Meine Fresse! Jetzt der scheiß Lautsprecherkabel. Ist doch nicht hier. Kruzifix hier. Ja, jetzt. Jetzt dürftet nicht mehr stören, die Scheiße. Das hier nach vorne. Bist du bescheuert oder was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Knapp. Könnte ich ausflippen, wenn es nicht klappt, so wie ich will. Oh Gott, ich troppe hier, ey. So gefällt mir das. So. So. So ist es schön. So gefällt mir das. So, das ist dann für oben. Das muss ich nachher noch machen. Mach ich jetzt. So. Ist nämlich eine Benzinlampe. Die habe ich mir auf den oberen Monitor gemacht. Die hatte ich früher am unteren Monitor. Das ist ein normaler USB, also Mini, kein USB-C. So. Und den habe ich mir halt, die Lampe habe ich mir halt hier oben auf meinen Monitor gemacht. So. Die strahlt dann hier runter, falls ich dann, also von hier nach hier, wenn ich mal halt nur Monitor anhabe, kann ich auch während des Streams, ohne dass es halt für euch beeinflussbar ist, durchs Licht, strahlt dann direkt hier nach unten, dass ich hier unten noch ein bisschen Licht habe. Und dann halt den Dodo, den meine Freundin mir mitgebracht hat vom Urlaub. Da war sie auf Mauritius. So. Oder war Mauritius doch, ja. War sie mit ihrer Mutter. 2 Wochen waren sie da. Ganz schön lange.
So. Wo haben wir denn die scheiß Steckdose jetzt wieder? Jetzt fällt das wieder raus. Ach, ist jetzt mal ziehen. Verfickte Scheiße hier, das nervt. Oh, jetzt ist es angegangen. Wieso geht sie denn jetzt nicht aus? Ach, hier ist der Ausschalter. Der war vom Dodo verdeckt. Ja, Dodo hat's angemacht. Ist doch nicht. Das nervt mich, wenn es vorher immer war und dann auf einmal nicht mehr klappt. Nervt mich. Tisch dann alles wieder einräumen, hier mein Controller alles hin, die kleine Kabeleikacke noch machen. So. Monitor an. Beziehungsweise PC. Ach, jetzt ist schon wieder der Dodo runter. Ich krieg hier Kotzen, ey. Wieder so zugeklebt die scheiß Tüte, dass man sie nicht richtig aufkriegt. So. Ich hasse es, ich hasse es. Und jetzt ist er schon wieder, ich mache jetzt auf die andere Seite. Das geht mir auf den Sack soweit. Seit 4 Jahren ist der Scheißvogel hier oben drauf, ohne dass ich Beeinträchtigung habe. Und jetzt hält er nicht mehr. Bleib jetzt hier, du Scheißvogel. Ist doch nicht, ich kriege Krise mit dem Vieh. Leg mich doch am Arsch.
wieso habe ich jetzt hier nur zwei Monitore? Na, wo ist es denn jetzt hin, die Scheiße? Meine Tochter kommt. So, dann muss ich jetzt mal kurz ausmachen.